wer pfiffig ist, der hat gesehen, dass ich kurz mal ein bisschen umdekoriert habe. Dieser Lichtreifen, der sich immer im Spiegel spiegelt, ist so ein bisschen nervig, ja. Und dass ich einen benutze, ist ja bekannt. Ansonsten wäre ich vollkommen runzelig und es wäre auch ganz vieles nicht zu sehen, weil das Wetter ist ja nicht so besonders sonnig und hier drin habe ich jetzt auch nicht so mega Beleuchtung. Also haben wir kurz geklärt, warum ich einen Lichtring habe. So, ansonsten würdet ihr wahrscheinlich auch nicht sehen, wenn ich jetzt gleich blau anlaufe. Ich bin nicht so die Accessoire-Queen, das haben wir jetzt schon rausgefunden. Ich bin auch nicht so geschickt im Arrangieren, macht aber nichts. Das hält mich natürlich nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Heute habe ich eine Fake-Chanel-Kette, die habe ich natürlich aus der Türkei mitgebracht. Und die ist auch sofort hier in Deutschland erstmal auseinandergefallen. Also zuerst hat sie irgendwie das Chanel-Zeichen abgeworfen, genau hier. Und eigentlich hat es auch nicht so geklappt, wie ich dachte. Ich habe schon mal versucht, sie zu einer Bluse anzuziehen und dachte, das wird sehr, sehr schick. Aber sie hält einfach nicht da, wo ich möchte, dass sie hält. So, sie wird mir jetzt die Luft abschnüren, aber das wenigstens in Eleganz. Apropos Eleganz, wir sind jetzt wieder hier gut in Deutschland. Hier ist der Stiefel, hier ist die Eleganz, da ist auch die Eleganz. Das Kleid ist kurz vor Weihnachten vorgestellt worden, ist auch sehr gut angekommen. Und ich habe ihm leider ein bisschen verspätet, aber dennoch ein kleines Jäckchen hinzugefügt, das übrigens auch hierzu passt. Warum habe ich im neuen Jahr dann das Thema Eleganz? Warum dieses Kleid? Das kann ich euch genau sagen. Es war eins der Kleider, die ich bei Instagram in einer meiner wirklich sehr, sehr gut laufenden Rubriken aus der Umkleidekabine mal angezogen habe. Und es gibt solche Kleider, in denen fühlt man sich gleich zu Hause. Wenn man in so ein Kleid geht und man kriegt es eigentlich nicht zu, ist schon mal eigentlich die ganze Freude dahin. So, dieses Kleid hat den Reißverschluss an der Seite. Man kriegt es also zu, auch Frau und auch es kriegt es zu. Alle kriegen es zu. Und wenn es dann zu ist und man sich keine Sachen eingeklemmt hat oder irgendwas anderes, dann denkt man so, oh wow, das ist aber mal ein Kleid. Ja, da auch wieder ein Stylegoo-Tipp. Wenn man so eine Raffung hat, hier, da, so raff, 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 dann verschwindet auch der Bauch. Es sei denn, man sitzt ein bisschen bekloppt, dann schafft man es auch da, seinen Bauch noch zu zeigen. Ansonsten ist das ein wahnsinnig toller Trick, um so ein bisschen die Silhouette zu kaschieren. Ja, ist ja auch nicht ohne Grund. So, und dann stand ich da relativ stiefellos, beziehungsweise ich hatte meine schwarzen Winterstiefel an. Also gummistiefellos stand ich in der Umkleidekabine und konnte euch dieses Ensemble nicht demonstrieren, was ich jetzt tue. So, das könnte ich übrigens auch nicht, wenn ich keinen Sport machen würde. An der Stelle wieder der Hinweis Sport, ne? Versucht das mal, relativ lange das Bein oben zu halten und dann auch noch kleine Wippbewegungen zu machen. Das am besten in einem Kleid. Dann haben wir die Stylegoo-Challenge vom Januar. Gut, ich habe sie bestanden, aber was ist das Thema außer ein schönes Kleid und Gummistiefel? Übrigens, wer erkennt diesen Gummistiefel? Ich habe ihn vorgestellt und er verliert gerade seinen sämtlichen Dreck in meinem weißen Teppich. Ja, aber das war der richtig. Es war der, der nicht ganz dicht war, den ich schon mit hatte im Urlaub. Und der hat noch niemanden gefunden, der ihm ein neues Zuhause bieten will. Es ist eigentlich auch ganz gut, weil zu diesem Kleid passt er ganz fantastisch und er ist halt einfach ein Blender. Und das macht nichts, weil auch die Blender haben ihre Berechtigung. Also mit ihm kann man weder schwimmen gehen noch, also doch schwimmen gehen, das geht. Aber man sollte mit ihm keine Pfützenspaziergänge machen, weil dann hat man nasse Füße, es sei denn, man steht drauf. Apropos steht drauf. An der Stelle möchte ich doch noch mal zu ein paar kleinen Kommentaren etwas sagen. Ihr wisst, ich nehme die sehr ernst. Ich lese alles, ich versuche es auch zu beantworten, sofern es geht. An dieser Stelle ein Kommentar. Ich denke, Menschen, die mit Gummistiefeln in Pfützen gehen oder springen, die über und in und durch Matsch gehen, sind keine niveaulosen Menschen. Oh nein! Ich glaube, jeder hat einen anderen Grund, das zu tun, aber ich würde es ganz vielen Menschen nahelegen, weil es ist ein bisschen das innere Kind wieder rauslassen. Denn es macht tatsächlich Spaß und es hat nichts, aber auch gar nichts mit
Niveau zu tun. Das war so eine Anmerkung und ich finde es eigentlich ganz süß, dass ihr auch so ein bisschen auf mich achtet, dass ich nicht irgendwie abgleite. Aber bis jetzt, denke ich, habe ich diesen Spagat einigermaßen geschafft und deshalb möchte ich auch dazu eben einfach was sagen. Also, wenn ich jetzt irgendwelche wirklich niveaulosen Sachen mache, ich bin die Erste, die dafür ein offenes Ohr hat und natürlich sagt es mir gerne. Aber ich denke, im Matsch rumlatschen mit Stiefeln gehört nicht dazu. Also, das Kleid hattet ihr noch nicht in Verbindung gesehen. Ich bin übrigens noch einem Kommentar nachgekommen. Was mich immer wieder wundert, sind die Kommentare, geh doch bitte mal barfuß in deine Stiefel. Ich bin ständig barfuß in meinen Stiefeln und zeige das auch gerne und oft. Ich zeige es natürlich genauso jetzt im Winter, wenn ich mit einer Socke in diesen Stiefel gehe. Aber ihr Lieben, die ihr das mögt, wissen wollt oder auch mal den bildlichen Beweis wollt, dann müsst ihr ein paar von meinen Beiträgen angucken. Dann seht ihr mich auch mit dem nackten Fuß in den Stiefel gehen. Habe ich heute aber auch gemacht, weil in diesen Stiefel geht man wirklich wunderbar. Noch zum Schluss, natürlich hat dieser Beitrag wieder Tiefe und Weisheit mit dem Blender. Was verbirgt sich hinter Stiefeln oder überhaupt hinter Persönlichkeiten, Personen, hinter Bildern? Manchmal nicht viel. Und eine Sache, die ich jetzt wirklich von Jahr zu Jahr weitertrage, ist Instagram, YouTube, all diese Sachen sind mit Vorsicht zu genießen. Lasst euch nicht blenden, guckt dahinter und nimmt nicht nur das Perfekte, vermeintlich Perfekte, vermeintlich vielleicht mit Niveau behaftete, sondern eher das, was vielleicht ein bisschen fehlerbehaftet ist, vielleicht auch ab und zu Tränensäcke hat, vielleicht auch manchmal irgendwas Merkwürdiges sagt, aber einfach schon so ist, wie es ist. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche und wenn ich mich ein bisschen beeile, stehe ich mit irgendwelchen Stiefeln im Schnee. Und nochmal ein Blick vor Kulisse. Ah, ich wollte die Jacke noch anziehen, mache ich aber nicht. Nö, nö. Jetzt einfach so, bis nächste Woche wahrscheinlich aus dem Schnee live Stygo kurz vorm Erfrieren.